Das zweite Semester lief besser als das erste. Ich schrieb die vermasselte Klausur nach und bestand mehr schlecht als recht. War schon gut, dass ich nicht gleich das Handtuch geworfen und es nochmal probiert habe. Ich verpasste keine einzige Veranstaltung. Ich arbeitete nach jedem Seminar und jeder Vorlesung die Inhalte nach und ich schloss mich einer Lerngruppe an. Also da kann ich mir echt nichts vorwerfen. Naja, jedenfalls stand dann zum Ende des Semesters die mündliche Prüfung an. Herr Kempau, wir wären dann soweit. Auf in die Schlacht? Ja, dann kommen Sie mal rein. Guten Morgen. Hallo. Na, Sie wissen ja, so eine Prüfung dauert 20 bis 30 Minuten. Das hängt natürlich auch von Ihren Antworten ab. Jetzt, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Nein. Gut, dann müssten wir Sie jetzt an dieser Stelle noch fragen, ob Sie sich dann auch körperlich und geistig fit genug fühlen, an dieser heutigen Prüfung teilzunehmen. Ja, ja. Wo schon? Sicher. Letzte Chance. Tja, dann starten wir. Mhm. Frau Helmich, möchten Sie? Gern. Herr Klempau, dann fangen wir mal ganz einfach an. Erzählen Sie mir doch erst einmal ein bisschen über Ihre Kamalamahana Sifina Fastimunia Kamana e Falalalulakitima Per. Wie bitte? Falakalala Tepea Ma Sana Makina Fe Domina Fana. Schwere Folge. Ich verstehe die Frage nicht. So, jetzt fangen wir noch mal ganz einfach an. Ja, immer mit der Ruhe. Kamana nina tagada, tamana nina tagada gada, nimi nina no nini nina kamana mina, falalalula lalalilalalu, lalalakapatana, keine Idee? Schwierig. Das ist sehr schwierig. Das war schon letztes Jahr. So. Also ich würde ja leider. Ich möchte ihn jetzt nicht weiter quälen. Es ist wirklich genau. Ja, es ist gut. Ja. Brechen wir das ab. Das war furchtbar. Ich habe kein Wort verstanden. Das war, als hätten die in einer völlig fremden Sprache gesprochen. Das war Waterloo, Hiroshima, Stalingrad, Nagasaki, Pompeji, was weiß ich. Absolute Katastrophe. Was ist das? Du bist zu angespannt. Schau her. Das ist das Jörgs-Dodson-Gesetz. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen unserer Leistung und dem Erregungsniveau. Ist das Erregungsniveau zu niedrig, weil wir faul und träge sind, dann ist doch unsere Leistung nicht gut. Ich war nicht träge und ich war auch nicht unmotiviert, im Gegenteil. Genau, im Gegenteil. Wenn wir übermäßig angespannt und erregt sind, also wenn wir Angst haben oder überfordert sind, sinkt unsere Leistung ebenfalls ab. Nur bei mittlerer Aktivierung zeigen wir unser Leistungsoptimum. Und das heißt? Spiel den Ball was flacher. Versuch dich etwas zu entspannen und das Ganze lockerer anzugehen. Wo hast du das her? Ich war beim Studientraining. Wo? Beim Studientraining zum Thema Prüfungsangst. Du bist da echt nicht der Einzige, da haben viele Studis mit zu kämpfen. Vor der Prüfung, in der Prüfung, mündlich, schriftlich. Es äußert sich sehr verschieden. Angst ist doch auch nicht nur schlecht. Sie ist unser emotionales Warnsystem vor Gefahr. Hätten wir keine Angst, würden wir uns wahrscheinlich vielen gefährlichen und lebensbedrohlichen Situationen aussetzen. Und in gewissem Ausmaß ist Aufregung und Angst durchaus förderlich für unsere Leistungsfähigkeit. Auf dieses richtige Ausmaß musst du kommen. Und wie mache ich das? Vielleicht gehst du selber mal zum Studientraining und lässt dich beraten. Ich habe da keine Zeit für. Ich habe Vorlesungen, ich muss sowieso super viel lernen. Ich werde es auch alleine schaffen.
Und außerdem brauche ich diesen Psychokrempel nicht. Genau. Kannst du dir sparen. Bringt dir eh nix. Da blamierst du dich nur. Du kannst mir doch helfen. Ja, wenn die Angst kommt, dann bist du mein Mut. Okay? Ich? Ja, du. Wie läuft eigentlich dein Forschungsprojekt? Das läuft. Du kannst nichts, du schaffst nichts. Du wirst scheitern. Nicht mal das Semester schaffst du. Du kannst überhaupt nichts. Das wird nicht reichen. Und du bist eine Null. Du bist eine Klitze. Nein. Und ich werde dich immer und immer wieder dran erinnern. Ja, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid für dich, dass du immer und immer wieder alles von vorne machen musst. Du Vollidiot. Und alle sehen's. Du siehst es, deine Freunde sehen es und ich sehe es. Und weißt du was? Ich werde dich immer und immer wieder daran erinnern. Egal, ob du willst oder nicht. Felix, alles okay? Was schreist du denn so? Hast du in den Spiegel geguckt? Nein. Alles okay. Warum hast du so geschrien? Sven hat sich total erschrocken. Wer ist Sven? Wohnt jetzt hier. Nur für ein paar Tage. Wie? Was ist mit Marc? Der ist ausgezogen. Kommst du wieder ins Bett, Häschen? Gleich. Was machst du denn da? Es ist mitten in der Nacht. Nur noch ein bisschen gelernt. Und? Erfolgreich? Nicht wirklich. Weißt du, was dein Problem ist? Du lässt zu, dass die Angst Kontrolle über dich hat. Du denkst, dass die Angst etwas Fremdes, Feindliches ist, das dich beherrscht wie eine Krankheit, die dich lebt und handlungsunfähig macht. Guck mal, wenn du das zulässt, dann hat die Angst freie Bahn. Dann bist doch du gelähmt und handlungsunfähig. Aber die Angst muss nicht dein Feind sein. Und du musst sie auch nicht loswerden. Du kannst lernen, mit dir umzugehen. Und wie? Ich habe dir doch von meinem Forschungsprojekt erzählt. Ich bin in meinem interdisziplinären Forschungskurs Schnittstelle Mensch-Maschine von Professor Dr. Dr. Taros. Und daran arbeiten wir. Toll. Eine Uhr. Wann war deine mündliche Prüfung? Gestern um 12. Um 12 finden immer die Beerdigungen statt. Ja, sehr lustig. Halt mal. Hier stellst du Zieldatum und Zielzeit ein. Und hier unten die Koordinaten. Moment, das war im Seminargebäude, also... Ja, müsste stimmen. Achtung! Wo bin ich? Du hast gleich mündliche Prüfung. Wie kann das sein? Soll das heißen, ihr habt eine Zeitmaschine erfunden? Die RWTH erfindet doch alles. Elektrische Flugzeuge, windkraftgetriebene Autos. Warum keine Zeitmaschine? Mein Gott, ich fass es nicht. Das ist eine Zeitmaschine. Das ist großer Gott. Rutsch mal ein. Jetzt geht es vor allem um eine mündliche Prüfung. Bist du vorbereitet? Hallo, ich hörte, es gibt Arbeit. Du willst doch nicht wirklich noch einen Versuch wagen. Herrlich, auf geht's. Die Angst ist wieder da. Felix, du musst deine eigene Angstreaktion so gut wie möglich selbst kennen. Dann fällt es dir auch leichter, etwas dagegen zu machen. Wo ist die Angst? Die vier Ebenen der Angst. Körper, Gedanken, Gefühle und Verhalten. Ja, gut aufgepasst, du lernst. Nützt aber trotzdem nichts. Gleich gehst du baden. Herrlich. Hey, wenn sich die Angst auf diesen vier Ebenen zeigt, dann kannst du sie auch auf diesen Ebenen wieder abbauen. Direkt beeinflussen lassen sich Gedanken, Körperreaktion und das Verhalten. Fang mit dem Körper an. Die kritische Prüfungssituation bringt deinen Körper dazu, Hochton zu schalten.
An sich eine durchaus sinnvolle Reaktion. Es geht ja auch um einiges. Aber wenn der Körper zu hoch schaltet, dann blockierst du dich damit selbst. Deswegen geht es darum, etwas runterzufahren und die körperliche Anspannung abzubauen. Und wie? Versuch's gar nicht erst. Es gibt verschiedene Entspannungsverfahren. Du musst einfach mal ein paar ausprobieren. Ein ganz einfaches Beispiel aus dem Studientraining. Schließe die Augen. Schließ die Augen. Beobachte den eigenen Atem. Und jetzt durch die Nase einatmen. Tief in den Bauch einatmen. Und jetzt langsam durch den Mund wieder ausatmen. Und nochmal. Und nochmal, bis du dich besser fühlst, bis du ruhiger geworden bist. So, und jetzt komm langsam wieder zurück und öffne die Augen, um die Übung zu beenden. Und? Besser? Ja, etwas. Es gibt noch ganz viele Möglichkeiten, Entspannungstechniken, Achtsamkeitsübungen, Übungen zur Körperhaltung. Vielleicht passen die ja noch besser zu dir. Aber das Wichtigste ist, du bist nicht machtlos. Die Angst hat nicht die Macht. Du hast Macht über sie. Herr Kemper, wir wären dann soweit. Auf in die Schlacht. Wie kommt's aber live? So macht's ja Spaß. Herr Schimbau, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Danke. Zeig. Und? Ich hab bestanden. Ich hab bestanden. Ich hab bestanden. Ja, so war das. So habe ich meine mündliche Prüfung doch noch bestanden. Und wie es weitergeht, was in meinem dritten und vierten Semester passiert ist, wie viele Freunde Paula noch hatte, wie es mit der Zeitreiseuhr weitergegangen ist und ob ich meine Prüfungsangst endgültig hinter mir gelassen habe, das erfahrt ihr im nächsten Teil. Prüfungsangst ist weit verbreitet. Ganz viele Studierende haben mit solchen Symptomen zu kämpfen. Angst ist auch unser emotionales Warnsystem. Das heißt, die ist gar nicht grundsätzlich schlecht. Sondern sie kann in gewissem Ausmaß, zum Beispiel durch so einen Adrenalinkick, auch dazu führen, dass wir besonders konzentriert und leistungsfähig sind. Die Yerkes-Dodson-Kurve beschreibt sehr schön den Zusammenhang zwischen unserem Erregungsniveau und unserer Leistung. Die beste Leistung, die erbringen wir dann, wenn wir auf mittlerem Erregungsniveau sind. Bei Panik müssen wir uns runterregulieren, bei Langeweile müssen wir uns aktivieren. Und dabei helfen verschiedene Strategien. Eine Möglichkeit zur Angstreduktion in Prüfungssituationen sind Entspannungsübungen, wie zum Beispiel Atemtechniken oder die progressive Muskelentspannung oder auch Achtsamkeitsübungen oder die Einnahme einer souveränen Körperposition. Und jetzt noch eine kleine Aufgabe für Sie zum Abschluss. Probieren Sie einmal selbst verschiedene Entspannungsverfahren aus, wie zum Beispiel die Atemtechnik, die Sie von Paula kennengelernt haben. Und dann beobachten Sie dabei, wie sich die Entspannungsübungen auf die vier Ebenen der Angst auswirken. Anleitungen zu verschiedenen Entspannungs- und auch zu Aktivierungsverfahren finden Sie auf der Homepage Filmtutorials der Zentralen Studienberatung. Viel Erfolg!